Häufige Fragen, die uns begegnen von Interessenten und Mandanten, bevor sie mit uns zusammenarbeiten, in Bezug auf die Steuerstrategie, also Steuern, Steuern. Wie kann das auch für dich funktionieren? Ist das Ganze überhaupt legal? Was sagt mein Steuerberater dazu? Der sträubt sich davor, das funktioniert doch alles nicht. All diese Fragen, beziehungsweise die fünf häufigsten Fragen, schauen wir uns jetzt mal näher an. Schöne Frage, denn die Rechtsform ist ganz entscheidend für den Steuersatz, denn in Deutschland gibt es eben zwei verschiedene Steuersysteme, sage ich immer, und nicht jede Rechtsform fällt unter das gleiche Steuersystem. Und es gibt eben Rechtsformen, insbesondere Kapitalgesellschaften und Körperschaften, die vom Grundsatz her einfach niedriger besteuert werden als zum Beispiel ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, eine OAG, eine GmbH und Co. KG, die jetzt direkt ja selber nicht besteuert werden, sondern die Menschen, die dahinter stehen, und die zahlen eben relativ schnell 42-45%. Und das ist einfach die Grundstruktur im deutschen Steuerrecht, dass der Staat gar nicht möchte, dass zum Beispiel Kapitalgesellschaften hohe Steuern haben, weil die schaffen Arbeitsplätze, die kurbeln die Wirtschaft an und internationaler Steuerwettbewerb, die gehen ins Ausland, und das ist der Grund, warum die Rechtsform einen erheblichen Impact, zum Beispiel auch eine Stiftung, auf deinen persönlichen Steuersatz haben kann, weil eben juristische Personen, Körperschaften und Kapitalgesellschaften einen Steuersatz zwischen 15-30% haben, manchmal sogar noch weniger, also fast immer günstiger sind als auf der Einkommensteuer, wie du eben relativ schnell oder wo du relativ schnell bei 42-45% kommst. Garantieren tun wir das Ganze natürlich, indem wir vorher den Fall genau prüfen. Denn wir beraten natürlich nur die Mandanten, wo wir auch sehen, dass es sich wirklich lohnt. Denn es muss einen Mehrwert liefern. Es macht keinen Sinn, eine individuelle Steuerstrategie aufzusetzen, die am Ende des Tages eben mehr Kosten produziert als Steuervorteil. Ja, das ist ein schlechtes Geschäft. Das ist uns natürlich auch klar, dass es keinen Mehrwert liefert. Und wir wären nicht so erfolgreich und seit 10 Jahren das Original auf dem Markt, wenn wir das Ganze so hantieren würden, sondern alle Strategien, die wir Ihnen an die Hand geben, die haben nicht nur Hand und Fuß, sondern die haben sich schon seit Jahrzehnten bewährt bei vielen unserer Mandanten und bei uns selber auch. Denn alles, was ich Ihnen berate, habe ich für mich selber auch umgesetzt. Ich habe meine Stiftung, ich habe meine Holding. Ich nutze das System ja, so wie ich es von meinem Mentor Johann Köber auch beigebracht bekommen habe. Und deswegen garantieren wir das Ganze, indem wir vorher den Fall genau prüfen und Sie nur einladen würden in eine Strategieberatung, wenn wir auch wirklich sehen, dass sich das Ganze lohnt. Deswegen muss natürlich eine gute Steuerstrategie deutlich mehr Wert liefern als die Verwaltungskosten. Und das garantieren wir Ihnen, indem wir Sie steuerstrategisch individuell beraten und das für Sie anhand Ihrer Zahlen natürlich in der Beratung auch vorrechnen. Und dann sehen Sie auch anhand Ihrer eigenen Zahlen, was für einen erheblichen Impact eine intelligente Steuerstrategie hat, wenn man sich einmal mit dem Thema richtig befasst, eine richtige Struktur hat und langfristig damit extrem viel Steuern spart. Wer viel verdient, muss viel Steuern zahlen. Wenn ich diesen Satz höre als Steuerberater, oh, ich sag's jetzt lieber nicht, aber da kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Denn das ist in Deutschland zum Glück nicht so, wenn ich mich mit dem Thema Steuern befasse. Denn wenn ich die richtige Rechtsform wähle und wenn ich das Geld nicht alles für meinen Konsum brauche, dann muss ich nicht so viel Steuern zahlen. Denn man muss verstehen, dass der Staat Konsum hoch besteuert. Also wer viel verdient und viel konsumieren will, einen hohen Konsum hat, teure Urlaube, teure Autos, der muss viel Steuern zahlen. Aber wenn du mehr verdienst, als du für deinen Konsum brauchst, also wenn du sparst und investierst, dann macht es extrem Sinn, die Rechtsform zu wechseln und eben in einer Kapitalgesellschaft und Körperschaftssteuer zu hantieren, weil da kannst du viel verdienen, musst aber nicht viel Steuern zahlen, denn da steigt der Steuersatz eben nicht wie in der Einkommensteuer progressiv, also umso mehr du verdienst, umso mehr Steuern musst du zahlen, sondern da bleibt der linear bei 15, maximal 30 oder sogar noch weniger, wenn du nur vermögensverwaltend tätig bist. Konsum wird hochbesteuert, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber Investments, Firmen und Investitionen werden günstiger besteuert, werden befreit, kriegen Zuschüsse, weil davon lebt auch die Wirtschaft, davon lebt auch Deutschland, sage ich mal, dass es Investitionen gibt, dass es einen Mittelstand gibt, dass die Wirtschaft wächst. Deswegen will der Staat Investments gar nicht hoch versteuern. Also wenn du viel verdienst, du kannst so viel verdienen, wie du willst und investierst, dann zahlst du nicht unbedingt viel Steuern. Zum Glück. Ja, natürlich ist es alles illegal, sonst macht es doch keinen Spaß. Natürlich nicht. Das Ganze ist natürlich legal und das hatte ich jetzt auch in den vorherigen Fragen ja schon ein paar Mal so aufgegriffen. Wenn ich mich mit Steuerstrategien befasse,
dann merkt man auch, wenn ich es richtig anstelle, eben legal, und ich habe in Deutschland so viele Möglichkeiten, dass das gewollt ist vom Gesetzgeber. Der Gesetzgeber würde die Steuergesetze ja so nicht schreiben, wenn wir sie als Steuerpflichtige nicht anwenden sollen. Und natürlich schreibt der Gesetzgeber die Gesetze so, wie es ihm auch einen Nutzen bringt. Deswegen haben Steuern ja auch nicht nur die Funktion, den Staat zu finanzieren, sondern auch Lenkungsfunktionen, dass eben Investments in erneuerbare Energien, Photovoltaikanlagen, E-Autos begünstigt steuerbefreit sind. Also, wieso nicht nutzen? Völlig legal. Dass Kapitalgesellschaften einfach günstiger versteuert werden, weil die sonst vielleicht ins Ausland ziehen, die ja auch andere Steuern produzieren, Lohnsteuer und Arbeitsplätze schaffen und Co. Natürlich ist intelligente oder eine gute strategische Steuerberatung immer legal, sonst würden wir ja unseren Titel verlieren. Also alle steuerlichen Gestaltungsmodelle müssen legal sein, aber zum Glück haben wir in Deutschland so viele Möglichkeiten. Panama Papers und Ausland und Konto in der Schweiz oder was auch immer das in der Vergangenheit war, das brauche ich gar nicht. Wenn ich mich richtig damit befasse, dann kann ich nachts ruhig schlafen, habe auch ein gutes Verhältnis mit dem Finanzamt. Jede Steuergestaltung, die von einem Steuerberater kommt, hat Hand und Fuß und ist nachhaltig. Sonst würden wir die euch natürlich gar nicht empfehlen. Und es macht auch, wie gesagt, keinen Sinn, den letzten Cent irgendwo rauszuholen durch irgendwelche ausländischen Modelle, wenn es gar nicht zu deinem Business passt und der Verwaltungsaufwand da deutlich höher ist als vielleicht der Nutzen dahinter. Auch der BFH, also das oberste deutsche Finanzgericht, oder auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt mit dem Zitat, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat natürlich auch das Recht, Steuern zu sparen. Die Frage finde ich sehr, sehr interessant, denn ich bin ja selber Steuerberater und verstehe mich mit vielen Kollegen und Kolleginnen, die auch Mandanten zu uns schicken, sehr, sehr gut. Und so sage ich es auch zu jedem Mandanten oder Klienten, wo vielleicht der operative Steuerberater, denn das ist schon das Stichwort, sagt, oh, ob das alles klappt und Hand und Fuß hat, nimm ihn mit. Wir sind ja keine Konkurrenz, sondern wir sind der Kooperationspartner, denn man muss wissen, dass es eben zwei Typen von Steuerberater mindestens gibt. Den operativen, der eben sich nicht tagtäglich mit Stiftung, mit Umwandlung, mit Holdingstrukturen befasst, so wie es ich tagtäglich mache, weil alles, was wir beraten in der Steuerstrategie, das lernt man so nicht unbedingt in meinem Steuerberater-Examen. Deswegen ist es auch völlig in Ordnung und genau das Gleiche sage ich auch über mein Wissen, was operative Steuerberatung angeht. Also ich sage auch nicht, ich kann alles, sondern wenn es um Jahresabschlüsse geht oder um Steuererklärung, da sind andere Steuerberater die besten. Was aber unser Spezialgebiet ist, vor allem bei Steuern, sind individuelle Steuerstrategien, die nicht nur zu beraten, sondern auch umzusetzen und langfristig zu betreuen. Deswegen, wenn ihr so eine Aussage von eurem Steuerberater bekommt, dann nehmt ihn bitte mit. Der kann mir alle Fragen stellen. Ich habe meistens immer eine gute Gegenantwort dazu, weil der auch nochmal andere Fragen hat. Aber da auch nochmal abschließend zu sagen, die Meinung des operativen Steuerberaters sollte jetzt natürlich auch nicht die Endmeinung sein, denn du bist der Unternehmer oder die Unternehmerin, also du solltest dich mit dem Thema Steuern befassen und nicht auf die Meinung von deinem Steuerberater oder allein auf unsere Meinung. Deswegen ist mir auch immer ganz wichtig, in meiner Beratung erkläre ich dir, wie wir denken, wie das Steuermindset ist, denn du hast das Zepter in der Hand. Wir sind nur die Berater, du bist der Täter, also solltest du am Ende des Tages entscheiden und dich nicht abbringen lassen, immer von irgendwelchen Beratern, sondern mach dir dein eigenes Bild, hol dir mehrere Meinungen ein. Immer nur eine Meinung einzuholen, ist nicht nur steuerlich, sondern auch in anderen Bereichen nicht so sinnvoll. Und dann musst du entscheiden, was für dich die intelligenteste Strategie und vor allem auch Steuerstrategie ist. Und wir können nur die alle Eventualitäten und alle Vor- und Nachteile präsentieren, was wir völlig transparent machen. Deswegen auch da nochmal, nimm immer deinen operativen Steuerberater mit in so ein Strategiegespräch, wenn er offen dafür ist, damit gleich alles eben abgeklärt wird. So, das waren die 5 häufigsten Einwände, die wir hören, auch in Bezug auf eine Steuerstrategie, auf eine individuelle Steuerstrategieberatung. Wenn du noch mehr hast, schreib die uns gerne hier in die Kommentare. Und wenn du jetzt wissen willst, wie deine optimale und individuelle Steuerstrategie aussehen kann, dann schick uns gerne eine Anfrage. Kontaktdaten siehst du jetzt hier eingeblendet und wir beraten dich nicht nur, gerne auch mit deinem Steuerberater, den nimmst du auf jeden Fall mit. Wir setzen das auch rechtssicher um, auch hier wieder in enger Kooperation mit deinem Steuerberater und wir begleiten dich natürlich auch langfristig steuerstrategisch vom Finanzamt, damit auch du deine Steuern in Zukunft optimal steuerst.